Okay. Also ich spiele mal eben, bis ich gewonnen habe und spule wieder ein bisschen vor, denn wir kommen um dieses Ticket ja nicht drum rum. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Das war ein Nervenkitzel, was? So viel Spaß hatte ich schon ewig nicht mehr. Gott, das war knapp. Schön, dass du Spaß hattest. Und jetzt? Her mit dem Ticket. Was? Das Ticket? Ja. Ach ja. Hier. Oh. Juhu. Boah, war das knapp. Alter Schwede. Es war wirklich jetzt die nächste Runde. Und ich hatte das Glück, dass ich am Ende nur noch den Kapitän hatte. Und der greift ja immer automatisch mit den Kugeln an. Und zieht die Kugeln automatisch nach. Also waren die letzten drei Züge quasi eh für mich gewonnen. Boah, okay, war aber knapp. Aber nice, wir haben das Ticket. Das heißt, wir können jetzt schon mal nach Atlantis. Wir haben zwar hier noch ein paar Sachen zu erledigen mit dem Hotelzimmer und so, aber wir müssen ja nicht immer alles auf einer Insel erledigen, bevor wir weiterfahren, sondern wir gehen jetzt das Ticket abstempeln. Kurz gucken, ob ich den Ton wieder angemacht habe. Ja, sieht so aus. So. Segel setzen, Malte. Auf geht's. Nach Atlantis. Juhu. Und wir stempeln 24-Stunden-Ticket für die atemberaubende Ausstellung von Atlantis. Established 1652. Schön. Schick. Gefällt mir. Hallo, Bioshock. Wäre noch cooler gewesen, wenn es ein Leuchtturm gewesen wäre, aber hey. Aufzug. The Sunken Gallery of Atlantis. Herzlich willkommen in Atlantis. Hallo. Der versunkenen Galerie äußerst seltener Gegenstände. Noch nie im Leben zuvor hast du eine solche Zusammenstellung von Seltenheit in einem Raum gesehen. Mhm. Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem. Und los geht's. Nein. Ich bin sprachlos. Okay. Sehr, sehr atemberaubend. Hallo, Attila. Ich habe eine Frage. Du sammelst nur seltene Gegenstände? So ist es. Ich habe diese Sammlung von meinem Vater übernommen. Mhm. Und der hat sie von seinem Vater übernommen. Und so weiter. Ich bin verrückt nach Seltenheit. Je seltener, desto besser. Blutgruppe RH0. Keine Schlange am 3-Meter-Brett. Mhm. Crowdfunding-Kampagnen, die ihren Zeitplan einhalten. Ja. Da bekomme ich Gänsehaut. Ich auch. Ein bisschen. Ich leih mir mal kurz das Irrlicht, ne? Ist okay, oder? Ich leih mir mal kurz das Irrlicht da hinter mir, in Ordnung? Guter Witz. Selten so gelacht. Dieses Irrlicht ist viel zu wertvoll und zerbrechlich, um es einfach zu verleihen. Davon gibt es nur 7 Stück. Weltweit. Okay, verstehe. Dann nur ganz, ganz kurz, okay? Nein, ich würde es dir niemals geben. Mit einer Ausnahme. Ach so. Und die wäre? Niemals, aber ich eine Ausnahme. Ich würde es tauschen. Gegen was? Denk doch mal nach. Na, gegen etwas, das noch seltener ist. Wie viele Irrlichter gibt es nochmal? Insgesamt 7. Bring mir etwas, das noch seltener ist, und wir können tauschen. Verdammt, ich tausche gegen diese äußerst seltene, nasse, wabbelige Briefmarke. Was hältst du von dieser sehr seltenen Briefmarke? Diese Marken sind nicht so selten, wie du vielleicht denkst. Mist. Auf keinen Fall seltener als ein Irrlicht. Ach, schon gut. Okay. Du hast doch bestimmt schon was vom Schatz der ewigen Erinnerung. Also wenn jemand, dann ja wohl du. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört?
Ja, da klingelt was. Könnte ziemlich wertvoll sein. Oh nein. Aber Gold habe ich wahrlich genug. Ich interessiere mich nur für seltene Gegenstände. Ich verrate dir mal was. Die wahren Schätze bestehen niemals aus Goldmünzen. Das stimmt höchstwahrscheinlich. Teddy McAnally. Schon mal was von Teddy McAnally gehört? Natürlich. Der Mann war eine Legende. Dort hinten steht das originale Krakenfutter-Set von McAnally persönlich. Mein Urgroßvater hat es in die Sammlung gebracht. Keine Ahnung, wie der alte Haudegen damals da rangekommen ist. Muss ihn ein Vermögen gekostet haben. Naja, oder er hat es nicht erspielt, ne? Okay, ich bin aber weg. Ich bin dann mal wieder weg. Denk dran, dein Ticket ist 24 Stunden gültig. Du kannst jederzeit wiederkommen. Dankeschön. Okay, wir haben schon lange nicht mehr hier drin gelesen, glaube ich. Nee, alles gut. Ich dachte, wir hätten schon mehr verpasst. Das Irrlicht. Ich habe das Irrlicht gefunden. Es steht in dieser versunkenen Galerie, von der Avery mir erzählt hat. Der Besitzer Attila würde mir das Licht überlassen, wenn ich etwas noch Selteneres zum Tausch auftreiben könnte. Es gibt nur 7 Irrlichter weltweit. Wo soll ich etwas so Seltenes herbekommen? Das ist die Frage. So, wir gucken uns mal kurz um. Eine Ukulele. Original-Ukulele der legendären Metalband Nackenschmerz. Was? Was? Ukulele und Metalband? Ich habe Fragen. Zaubererumhang? Goldener Regenmantel. Ein goldener Regenmantel. Geschneidert von der exzentrischen Schneiderin Ines Kenway. Der Mantel ist einer von 12 aus der Kollektion Mental Illness. Hey, da hängt ja ein loser Faden dran. Nein, don't do it. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich dachte, sie zieht jetzt dran und der ganze Mantel, ne, wird so aufgeribbelt und verschwindet ins Nichts. Ein goldener Faden. Oh, der gibt bestimmt einen guten Köder ab, oder? Oder? Das müssen wir mal ausprobieren. Mental Illness. Oh Gott. Das ist das Irrlicht. Avery hatte wirklich recht. Jetzt muss ich diesen Kerl nur irgendwie dazu bringen, es mir zu geben. Ja, da fällt uns schon irgendwas ein. Was ist das? Ein Tütchen. Was ist das hier für eine Tüte? Oh, darauf bin ich besonders stolz. Das ist ein Zubehörtütchen von einem Möbelhersteller. Das. In dem die exakt richtige Anzahl an Schrauben enthalten ist. Nein. Sehr, sehr selten. Nein, das muss ein Fake sein. So ein Gegenstand existiert nicht. Es gibt keine Tüte mit der richtigen Anzahl von Schrauben. Aber was für eine gute Idee. Es ist trotzdem Fake. Es existiert einfach nicht. Hier ist das Krakenfutter-Set. Teddy McAnallys originales Krakenfutter-Set. Ein Schmuckstück, oder? Mhm, ja, doch. Was? Eine Toilette? Auf dem Schild steht, die Sturm und Drang V8. Was? Trotz stärkstem Stuhl und Seegang. Was? Diese Bootstoilette ist handgetöpfelt. Und es gibt sie nur 8-mal weltweit. Sturm und Drang? Oh Gott. Linkes Ohr von Künstler Bjelvik Strömqvist Fjablundsson. Besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ed. Es gibt noch ein weiteres ähnliches Exemplar in einem anderen Museum. Lass mich raten. Rechtes Ohr? Oh, du bist mit Fjablundssons Arbeiten vertraut. Ich bin beeindruckt. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das auch aus Monkey Island? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, dieses Bild mit dem Ohr, da klingelt irgendwas. Eine Mumie mit Holzbein. Sehr gut erhaltene Mumie aus den Pyramiden von Gregor. Kille, kille. Oh. Kille, kille, kille. Kille, kille, kille. Huh? Oh. Au. Oh, du kannst doch nicht der Mumie so viel tun. Ich schwöre, dieses dünne Stück Papier ist von der Mumie einfach so abgefallen. Ich habe sie kaum berührt. Gut, Mumie. Aber das Lachen war süß. So, an seine Knöpfe können wir nicht. Was ist das? Notizen. Hier steht, bald Neueröffnung. Selten gutes Restaurant. Ein gutes Stück nördlich von hier.
Ist das jetzt ein seltenes, gutes Restaurant oder ist es ein Restaurant, was selten gut ist? Ich habe Fragen. Und warum ist da eine Tür, durch die ich nicht durch darf? Okay, ich glaube, wir, ne, hier unten ist die Chance recht gering, irgendwo anders reinzukommen. Im Restaurant haben wir keine Notizen gemacht. Das heißt, nördlich von hier. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was wir als nächstes machen sollen. Segel setzen, Malte. Wir haben uns ja alles angeguckt. Wir brauchen irgendwas selten. Nördlich von hier ist ja nicht viel. Vielleicht andersrum. Nördlich von hier. Ich gehe mal kurz die nächsten paar Quadrate auf der Karte ab. Quadranten, wie auch immer. Segel setzen. Nö, nix. Nördlich von hier. Habe ich doch richtig gelesen, oder? Nee, ich dachte, jetzt irgendwie so was anderes stand. Seltsam. Oh. Dieser Ort stand gar nicht auf der Karte. Was? Nice. Das hat funktioniert. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich übertreibe voll. Eine unbekannte Insel. Ich habe eine seltsame Insel gefunden, die nicht auf der Karte eingezeichnet ist, die Ingo mir gegeben hat. Sie liegt ein gutes Stück nördlich von Atlantis. Oh, wie geil. Oh, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Cool. Ja, ein selten gutes Restaurant. Sushi! Entschuldige bitte, das Restaurant ist noch nicht eröffnet. Führst du diesen Sushi-Laden? Ich führe das Sushi Madness nicht. Das Sushi Madness führt mich. Ja, natürlich. Hat das Wasabi hier einen eigenen Stuhl bei der Vorstandsversammlung oder war das metaphorisch gemeint? Okay, metaphorisch. Schön. Schon klar. Du bist doch jung, Mädchen. Du verstehst es irgendwann. Der Typ sieht aus wie der Typ aus Takeshis Castle. Dieser lange Bart. Okay, was fehlt denn noch? Bestimmt der Fisch. Bestimmt müssen wir richtigen Fisch angeln, oder? Das Restaurant sieht super aus. Was fehlt denn noch zur Eröffnung? Der Goldzahn-Piranha. Mhm. Ein Fisch. Mhm. Du meinst, alles ist fertig und es fehlt nur noch ein Fisch? Nicht irgendein Fisch. Der Goldzahn-Piranha ist der perfekte Fisch für die Eröffnung des Sushi Madness. Gut, warum denn ausgerechnet dieser Fisch? Weil er einen wahrscheinlich zurückbeißt, wenn man das Sushi in den Mund nimmt. Warum ausgerechnet dieser Fisch? Vor einigen Jahren, als ich die perfekte Bambusmatte für das Restaurant gefunden hatte, fiel ich zunächst in ein emotionales Loch. Oh, Gott. Ich zweifelte an mir. An dem Restaurant. Sogar an der Bambusmatte. Was? Doch nicht an der Bambusmatte. Bewegte mich nicht, aß nichts, trank nichts, sprach kein Wort. Doch nach 8 Tagen und Nächten, weißt du, wer da die Stille durchbrach und zu mir sprach? Jetzt metaphorisch? Die Bambusmatte. Natürlich. Bestimmt. Und plötzlich war mir alles klar. Ich wusste, welche Nori-Blätter das Sushi Madness verlangt. Welchen Reis und welchen Fisch es zur Eröffnung geben müsste. Den Zahnlücken-Piranha. Goldzahn-Piranha. Entschuldigung, natürlich. Goldzahn-Piranha. Mhm. Genau. Boah, verdammt, jetzt hat er so viel von Reis und Nori-Blättern und so weiter geredet. Ich muss mir demnächst ein eigenes Sushi machen. Ich habe tatsächlich alles dafür da und ich habe es noch nicht angefangen, das mal zu machen. Aber morgen ist Sonntag, da könnte ich eigentlich mal. Jetzt habe ich mega Hunger auf so einen Kram. Verdammt. Ich suche nach etwas sehr Seltenes. Oh ja, stimmt, vielleicht hat er etwas sehr Seltenes. Ich bin auf der Suche nach etwas sehr Seltenem. Oh ja, nach was denn? Nach etwas sehr, sehr Seltenem. Egal was. Es sollte nur echt richtig selten sein. Mhm. Wie selten? So maximal 6 Stück weltweit selten. Wirklich? Das ist interessant. Ich weiß, von wem du so etwas Seltenes bekommen könntest. Echt? Von wem? Ich schlage dir etwas vor. Bring mir den Goldzahn-Piranha und ich helfe dir weiter. Na, das machen wir doch glatt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas.
Es ist alles miteinander verbunden, Kleine. Das Große und Ganze bildet am Ende einen Kreis. So wie Sushi. Du wirst schon sehen. Doch sei vorsichtig. Der Goldzahn-Piranha ist ein gefräßiges Kerlchen. Ich fand das schön, wie unsere Reaktionen gerade so total paradox voneinander waren. Ihre so, oh nö. Und ich so, ja, na toll, machen wir doch glatt. Ja, so bin ich. Wir brauchen den Goldzahn-Piranha. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir fischen müssen. Toller Schnurrbart übrigens. Ich habe heute jemanden getroffen, der hätte alles für deinen Schnurrbart gegeben. Stimmt. Ja, sieht klasse aus, nicht wahr? Aber Fahrradfahren ist die Hölle. Es ist ein Geben und ein Nehmen, nicht wahr? Schön. Wo willst du denn hier mit dem Fahrrad hinfahren, Mann? Ganz ehrlich. Einmal den Berg runter oder was? So, Schatz der ewigen Erinnerung. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? So etwas interessiert mich nicht. Mein Leben dreht sich nur um Sushi Madness. Gut, da hat er wenigstens ein klares Lebensziel. So, ich klicke noch mal kurz. Du und ich. Recht. Okay, dann gehe ich mal diesen Fisch angeln. Ich gehe dann mal diesen Fisch angeln. Viel Glück. Dankeschön. So, der Sushi Madness Inhaber. Ich habe einen alten Mann getroffen, der ein Sushi-Restaurant eröffnet. Ziemlich durchgeknallter alter Kerl, aber er behauptet, er könne mir helfen, einen seltenen Gegenstand zu finden, wenn ich ihm einen Fisch für sein Sushi fange. Den Goldzahn-Piranha oder so. Ich finde es schön, wie sie immer so aufmerksam zuhört. Ich meine, immerhin schreibt sie sich Dinge auf, ja, aber... So, wir gucken uns hier natürlich noch mal ein bisschen um. Was ist das? Eimer? Der Eimer ist voll mit Hummerscheren. Eklig, aber praktisch. Naja, kommt drauf an. Ich nehme eine mit. Schnipp, schönes Geräusch. So, Hummerschere. Der Hummer war Linkshänder. Hab gehört, die sind kreativer. Naja, es bringt ihm jetzt auch nicht mehr viel. Die Hummerschere ließe sich gut als Zange verwenden. Okay, alles klar. Sehr kreativ. Der Kindertisch. Das ist der Kindertisch des Sushi Madness. Mit kleinen Sushi-Ausmalbüchern und... Wow, das sind ja eine Menge Buntstifte. So viele Farben braucht man zum Sushi-Ausmalen ja wohl nicht. Das stimmt. Das ist der Kind. Ja. Oh, wir haben Buntstifte. Nice. Vor allem so richtige Wachsmalstifte. Was ist das da? Ich frage mich schon die ganze Zeit. Ja, es ist eine Sushi-Rolle mit einem sehr komischen Gesicht. Ist das irgendein Insider auf irgendwas? Darf ich da rein? Nein. Na gut, wir haben zu tun. Wir haben wieder einen Plan. Es ist ein bisschen seltsam, dass er hier keinen Steg rübergelegt hat. Also keine Planke, über die wir rüberlaufen können. So, wir haben das für den Leuchtturm. Und Papier. Man könnte mit Papieren und Stiften vielleicht irgendwas durchpausen. Der goldene Faden für den goldenen Piranha. Ich weiß nur nicht genau, wo wir ihn angeln sollen. Und ob der nicht einfach weg ist, wenn wir das benutzen. Leuchtpilze? Gut. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Leuchtturm zurück. Segel! Segel setzen nach McAnally.